Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Bull Video Magazin und dem Laufband. Guten Morgen. Ihr habt gestern Abend noch gesehen, dass wir auf dem Europapark Campingplatz sind. Camp Resort ist auf jeden Fall jetzt nicht die günstigste Variante, aber sehr cool, sehr schön. Und Herrenwaschräume sind auf jeden Fall besser thematisiert als die von den Ladies. Ich hätte sie voll aufgeregt. Ist halt auch voll cool mit dem Knast drin und so. Aber Preislisten, so das findet ihr alles auf der Homepage vom Europapark. Wir fahren jetzt gleich raus und checken dann ein im Tipidorf. Das machen wir auch. Ja, krass. Mit der Karte. So kann man da einfach reinstecken oder was? Ein Frühstücksbuffet könnt ihr für 12,50 Euro machen. Muss momentan aus aktuellen Anlässen natürlich vorher reserviert werden. Es gibt auch nur so Brötchen oder auch belegte Brötchen. Belegte Brötchen gibt es aber nur Samstag und Sonntag, weil da wo die Nachfrage zu niedrig für ist. Wir beiden Digis haben, glaube ich, gerade sehr traurig geguckt. Sie fragt meine Küche gerade, ob die eben da die Wurst drauf schmeißen können. Weil da ist ja alles, ne? Nicht leider heute. Oh, du bist auch noch so ein Otto, der da einfach nur draufsteht und nicht läuft. Ey, das kann ich ja richtig leiden, ne? Das ist hier der Stern von Super Mario Kart. Ich bleib hier einfach stehen. Wir haben nicht euch gewunken, wir haben ja Maus. So, unfassbar, aber wahr, wir sind wieder im Europapark. Wieder, das ist auch vor lange her, ne? Und es gibt noch keine Piraten in Batavia. Warum fahren wir dann hier hin? Ja, weil wir es können. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, we lost our purpose. Chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there. To a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this. So, Stop 1 heute für uns. Arthur im Königreich der Mini-Mäus. Ich find's cool. So, wir sind jetzt als allererstes Arthur gefahren. Ich finde es immer noch richtig cool, auch wenn Moritz es hasst. Ja. Kleinere Moritz liebt es. Auch wenn es Moritz. Ja. Nein, ich finde es gut. Ja, ich hasse das. Yesterday we could be ourselves. Didn't have much, but nevertheless. We were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful. The tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. Wir sind jetzt Wodan gefahren. Wir sind jetzt Wodan gefahren. Es ist noch früh, die Bahn ist noch kalt, wir saßen in der Mitte. Es bedarf keiner weiteren Kommentare. Aber walk on. Damit habe ich nicht gerechnet. Alles so wichtig.
So, nächster Stop Blue Fire, sind wir direkt daneben. Blue Fire ist härter, als wir gedacht haben. Also Bart fällt sich ja wirklich gut, aber es gibt Verletzte. Was machst du denn da? Blue Fire, er mit seiner Apple Watch. So, ich bin euch das gute alte Moritz Bartoschinger. Sind Sie ein Zettel? Aber nicht so auffällig, nicht so auffällig. Ja gut, das ist sehr auffällig. Ich weiß, habe ich schon einen. Gut, wer weiß hier. Philipp Musik, ne? Der ist das Stadion. Zählt das jetzt schon hier mit Mars 2? Zählt schon. Das zählt schon. Pay, and it's not too late. No, we lost our purpose. Chasing all that surplus. You were all that I need. I feel the change. Erste Fahrt Snorri-Tour und für mich ist alles voll gefettet hier vorne. Mega cool erstmal. Sie ist richtig gut, wie du Media-Content und Dark Rides miteinander verbinden kannst. Ist echt richtig gut gemacht. Mir gefallen natürlich richtige Animatronics und so. Cool ist ein besser. Das war ja dann im zweiten Part auch so. Das ist also, auch wenn sich ein bisschen wenig bewegt hat teilweise, aber ey, jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber dann in diesem Dome, dieser Simulator. Ich bin, also wir haben jetzt alle die Pixel gezählt. Was ist denn das bitte für ein Quatsch? So nah davor, das ist null immersiv, nur pixelig. Aber sonst echt sehr, sehr schön gemacht, oder? Ja, aber ich verstehe es irgendwie nicht. Was? Wie die Handlung. Ach so, da bin ich eh raus. Das ist die Nori. Ja. Dafür, dass du auf einmal einen Keller entdeckst im Park, wo ein ganzer Dark Ride reinpasst, das ist echt cool. Und wie gesagt, Media-Content cool eingesetzt. Da. No, mein Rücken! Ja, der ist eh schon nass geschwitzt. Das ist nur jetzt kaltes Wasser statt warmes. Kaltes Wasser, schon stehen die denn so weit hin? Ja. Bei wem? Ey, wir sind dran, Jule. Hallo! Ah. Okay. Och nö, der Eimer! Der Eimer! Ach, der Eimer! Geh weg! Ich hab nichts abgekriegt. Oh! Alter, der ist voll!
Harry-Kappel! Moritz ist Gletscher! Brauchen wir gleich ein Snowy-Shirt. Ich melde dich gleich erstmal im Junior-Club an. Ja. Nein! Oh nein! Oh Schiss! Mann, das tut mich nicht! Aber ich bin auf der Seite, Alter! Was ist denn los? Oh nein! Wow! Was geht denn hier heute? Alter, was geht hier heute? Das Fjordrafting wird jetzt umbenannt in Fjord Soaking. Alter Schwede. Also das war echt. Aber ihr habt es gesehen, das war viel. Also es ist auch jetzt echt unangenehm. Man klebt alles am Boden. Alter! Ja, so ist das cool. Hallo? Komplett von der Wand, Riesenwelle. Die ist gut, ne? Beim ersten Block. Ja. Ich habe auch nichts trocken lassen mehr hier, um meine Brille sauber zu machen. Hallo. Das ist auch nass. Ja, das ist alles nass. Der zweite Drop war cool, weißt du? Da war viel Spritzwasser und so. Aber der erste, die komplette Welle in die Fresse. Ja, hallo. Und belangt es eure Frau die ganze Zeit zu essen? Oh! Na schon! Hilf! Ihr streckt euch. So, nach der Tiroler Wildwasserbahn, wo ich abgesoffen bin. Ich finde den Dark Ride Part finde ich immer noch richtig cool. Vor allem dann mit Blauer Enzian. Wie heißt denn das hier? Alpenexpress, der mit durch die Diamanthöhle fährt. Wie gesagt, die erste Welle ist total unnötig. Der zweite Drop, also der große, das macht Spaß, das ist cool. Und jetzt fahren wir Floßfahrt hier, African Style. Aber ihr kriegt auch von kein Off-Ride, On-Ride, weil die quatschen eh alle dazwischen. Ja. Feel that this will be an upswing, so hear me out. No, we lost our purpose, chasing all that surface. Erzähl mir nicht, dass das ist das, was ich denke. Ja, natürlich. Alter, ist das der geilste Park der Welt oder was? Wir präsentieren Ihnen den besten Freizeitpark der Welt. Es gibt Uso. Bam! Da, Disney Park ein, ey. Wie spät ist es eigentlich? 11:37 Uhr. Ihr habt gesehen, was wir. Ich bin der verrückte Pharao. Ihr habt ja gesehen, was wir alles gefahren sind bis jetzt. Da haben wir uns auch eine Pause erlaubt. Wir müssen mal ein bisschen die Klöten in die Sonne halten, damit die auch mal trocken werden. Das mit mir ist Sebastian. Ich kann ja nicht alle. Wie ist das denn? Ich nehme kaputt.
always knew we could do so many great things. So believe in me, I believe in you. Nach unserem kleinen Pitstop sind wir jetzt den Kokon Coaster gefahren, oder wie man in der Türkei sagt, Jan Jan Coaster. Was? Also mega, mega gute Achterbahn einfach. Deko werde ich halt nicht warm mit, weil es halt echt nur schwarzig angemalerei ist, aber nicht so schlecht wie am Anfang. Und absolut gute Achterbahn. Q9 haben wir jetzt wieder geskippt mit Virtual Line, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Aber die Fahrt ist. Die Fahrt ist very important, gut. Also top Achterbahn auf jeden Fall. So, Moritz und Lukas fahren jetzt Silver Star. Moritz 1 hat keine Lust. Und irgendwie passt nicht rein. Ich habe keinen Bock zu gucken, ob es passt. Ich habe über Corona auf jeden Fall maximal zugenommen. Das hat als letztes Mal, das war 2018 im Winter waren wir, glaube ich, oder Anfang 2019. Da konnte ich noch fahren, da konnte ich auch erste Reihe fahren, aber ich habe jetzt keinen Bock mit den Corona-Kilos zu checken. Weil Silverstar auch nicht so die geilste Bahn ist. Theoretisch bestimmt Big Boy Seat würde auf jeden Fall passen, aber ich habe jetzt echt keinen Turn. Und wir suchen nämlich jetzt nochmal Bier. Der beste Freizeitpark der Welt. Ich muss es einmal reinbringen, komm. Und eine absolute Wildpark- und Tierpark-Attraktion. No hate. Das funktioniert. Du bist jetzt super slim. Das Schlimme ist, ich habe nichts mehr gefühlt. Mein Moritz hat eingerastet, weil das der Kontakt war. Und ich dachte, es hat wirklich eingerastet. Hat doch bestimmt, und er musste nochmal boom. Und ich so, ich spüre gar nichts mehr. Das hat doch bestimmt fünfmal geklackt, oder? Es hat fünfmal geklackt. Hallo. Achso, hier. Ja. Zum Mole. Cheers. Red nicht mehr, was zu trinken. Ich glaube total, dass du die Tabletten nicht einfach stapelst. Ja. Ja, so sieht's im Europaparlament aus. Ja, aber eigentlich fehlt es nur noch du, das sind alle drin, ne? Ja. Du warst ja wirklich schon da. Ach. Brüssel ist eine tolle Stadt. Ganz viele tolle Häuser. Ja, super schön. Ja, auch in Brüssel. Wir haben zwei Standorte, mein Lieber. Aber wenn ich jetzt wohl da irgendwie. Die Sitzungen sind am Sitz. Ja. Warum sind wir nicht in Griechenland sitzen geblieben, wo es auch Ouzo gab? Boah, es ist schon ein schweres Leben, was du gerade hast. Know your roots. Wir fahren jetzt Voletarium. War der beste Soundtrack. Wir sind Voletarium gefahren. Was? 5 Euro für eine Flasche. Ja. Holt mich immer noch nicht ab. Ich finde immer noch, dass die Übergänge einfach kacke sind. Tut mir leid. Es ist nicht meine Attraktion.
dem Proletarium gab es ein Dark Ride Gewitter vor dem Herrn. Wir sind die Geisterbahn gefahren, wir sind Pico Dingsbums gefahren und Madame Freudenreich. Währenddessen waren alle anderen im Sunshine Coaster und haben eine Fahrt im Lift mit Licht gehabt. Respekt dafür. Dafür habe ich euch aber nochmal 3 frische On-Rides von den Dark Rides mitgebracht. Und jetzt geht's zu unserem Timeslot vom Euromör. Ein richtiges Mack-Produkt. Eieieiei. Das ist unser Stammtisch. Also wenn ich mir das Tablett so angucke, dreht sich hier alles heute nur im Kreis. Ja. Komm schon. So hört es aus. Bei euch ist die Bulette nur leider noch nicht drauf. Tut mir leid. Alles dauert leider noch einen kleinen Moment. Oh, we're still here. Flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong. But the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go. So, nach dem Essen ging es jetzt auf die Schweizer Bobbahn und nach der Schweizer Bobbahn bleibt es natürlich nichts anderes übrig, als den Matterhornblitz auch noch zu fahren. Schweizer Bobbahn, Mack Rides Bobbahn und Matterhornblitz, Mack Rides Wilde Maus, aber mit ein paar Besonderheiten im Large Park Layout, aber mit keinem klassischen Kettenlift, sondern mit einem Vertikallift, wo 2 Jason gleichzeitig nach oben gebracht werden und dann beide rausfahren und einer oben wartet und später auch fährt. Also, dass die Bahn einfach mal mit der Parade aufeinander drauf werden. So wie die Lilliput-Bahn im Wiener Prater. Ja. Dafür hätte ich niemals nasse Füße. Nee, das geht. Nee. Sollen mir das sagen, dass die Gaspipeline dann, dass die mehr Relax hat und Gas verliert? Ja.
Also ganz ehrlich, mit diesen ganzen interaktiven Spielen à la Schlag den Raab hat es mir hier drin besser gefallen als mit diesen riesigen Videoleinwänden. Ja, jetzt sind wir, nachdem wir Blue Fire nochmal gefahren sind, Rodan gefahren, abends warm gefahren, ganz hinten. Ganz anderes Paar Schuhe auf jeden Fall. Ich hab ihn Corona-Kapsel. Boah, den kann ich nicht. So, Kutscher ist voll, Tür zu, auf. Was ist denn unser Zimmerschlüssel jetzt? Wir haben keine. Ja, aber wir müssen noch einen machen. So dreimal klopfen. Ja, die was? Das wird da links eingehakt in das Band. Darf ich mal sehen, ob das ist? Weiß ich, war mal angesehener Hotelfriend, möchte ich mal sagen. Soll ich dir helfen? Jetzt? Uschi ist richtig motiviert. Die Höhe müsst ihr erreichen, oder? Ja, du hebst du einfach nur hoch, dass wir jetzt reinhaken können. Ach, ich dachte, ich muss das umsetzen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du rollst. Hör bitte. Boah, wie das stinkt, ne? Stimmt. Ja, riecht ihr das nicht? Alter, das bist du. Hey, wieso habe ich meine Matratze mitgebracht? Ja. Ach du heilige Scheiße. Hey, ich finde das viel besser als gedacht, ey. Was für außen? Also, der hat so am Boden. Wir haben sogar eine Lampe hier. Wo ist der Lichtschalter? Haben wir nicht. So, mal klatschen. Die haben also eine Lampe an der Decke. Haben wir nicht. Ja, irgendwo. Und wo sind die Steckdosen? Nein, das wurde nachgebessert. Waren die Planschlitzer hier. So, wir sind jetzt fertig mit dem Europapark. Habt ihr alle Spaß gehabt? Wow! Ja, ist auf jeden Fall richtig cool, wenn es halt so leer ist, von wenn du im Juli hier bist und kein Mensch ist da. Wir hatten maximal Wartezeit, halbe Stunde bei Wodan, 15 Minuten beim Fjordrafting, 5 Minuten bei Blue Fire und der Rest war Walk-On. Für uns ist das natürlich super, für den Europapark ist das maximal nicht wirtschaftlich und untragbar. Man kann jetzt auch, weil wir es jetzt auch ausgenutzt haben, die Maximalkapazität absetzen wieder und wieder alle reinlassen. Ja, wir machen jetzt Feierabend im Tippidorf und ihr abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir ja, warte. Wo bist denn du? Der, ja. Das ist doch, war das nicht das bei, ich bei euch dir am Geburtstag? Hast du gemerkt? Hast du was gemerkt? Nein. Oh, meine Bierdecke. Also ich habe das die Europapark-Bierdecke. Also einen kann ich ja noch, den haben wir jetzt auch noch. Hast du noch meinen Stift? Ja. Hast du dich über eine Attraktion heute aufgeregt, Moritz?
Übrigens, ich hasse dich dafür, dass du kein Magnum-Eis selber machen wolltest. Ja, das wirkt mir auch. Der hat das extra schlecht geredet. Seht der das Aufregen über die Bank hier als Attraktion? Nein. Das ist die, also selbst auf dem Parkplatz ist das hier keine Attraktion. Kalippo, das ist Kalippo, ja. Hast du auch Neo da gesagt? Da kann ich den aber auch noch. Hier, bitte bei mir auch einen. Magnum-Eis kotzt mich immer noch an, wirklich. Ja. Niedlich hat er nicht gesagt, er hat süß gesagt oder putzig. Ach, weil du gefragt hast, ne? Ja, ich muss ja, irgendwie muss ich das herauslocken. Ich wollte, dass du das vergleichst, also erwähnst. Edda hat auch gesagt. Nee, das war ihr. Das war wir. Ja. Ihr habt darüber gesprochen. Nein, weißt du, wann du Edda gesagt hast? Du hast gesagt, als das, an diesem Spieleautomaten, hast du gesagt, wie ist die Edda da hingekommen? Da war nur eine einsame Edda. Das ist ja. Und das heißt, wir haben uns alle fehlen nur drei. Also Gleichstand, scheiße. Ja. Muss ich kein Bier aus. Was soll das? Nein, das an diesen riesen Tisch. Geht doch lieber gucken, ob der Tisch immer ihr. Uschi, jetzt rausgehen, weißt du, aber du stehst gerade. Sag ich mir auch. Ich kann das. Toll, Uschi. Winzig. Also der sieht auf der Kamera, sieht der auf jeden Fall größer aus. Das ist eine Mini-Dose. Gucken Sie. Weißt du, diesen. Die Tischlerei? Wo ist der jetzt überhaupt? Ja, Mord gepilzt. Ja, mit Salat. Was ist das denn? Kurz zum Tipi-Zelt ist es sehr minimalistisch. Es gibt sechs Betten, also im sechser Tipi und eine Heizung. Das war's. Und Mülleimer. Matratze und Kissen ist drauf, ja. Licht. Licht, stimmt. Mit Rauchmelder. Eine Steckdose am Eingang, dass du nachts nichts laden kannst. Das habt ihr das hier schon erwähnt. Stimmt, das ist die Kurtaxe. Die ist super, oder? Ein Rauchmelder im Tippi. Normalerweise macht man hier doch Feuer drin, oder? Normalerweise ist das dann aber auch oben offen, ja. Und die Gesellschaft hier im Tippi-Dorf ist halt etwas feierfreudiger. Ja, aber. Auf dem Campingplatz war die Superlava gestern. Das ist jenseits von Jut und Böse hier, Kinder. Ja, gut, das wollt ihr nicht sehen. Denn nebenan gab es eben Lapdance. Also. Lena Flexibel hat halt auch andere Probleme. Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Ne? Alles Liebe, alles Gute, auch privat. An Lena Flexibel. Richtig. Lena Flexibel ist so ein richtiger Pornoname. Flexi Lena. Hast du einen Mückenstich? Nee, ich puppel hier gerade eine Ritze. Weil ich das gerade mochte. Mir gusta. Aber es ist schon cool, aber es ist sehr rudimentär. Moritz, kannst du das so verlegen, dass man dein Handy nicht sieht? Weil ich würde das gerne halt so auflassen.